Ja, ich spiele heute mal eine andere. Eine neue? Ja. Eine andere, wer ist das denn? Das ist Shirley Manson. Die sieht aus wie ein Zombie. Was ist denn da passiert? Das stimmt, ich habe ja noch gar nichts. Ich habe eben meine Punkte blöderweise vergeben. Oh, blöderweise. Ich glaube, das ist doch Shirley, oder? Cheryl. Wer ist das? Wer ist aus das? Aus Silent Hill 3, glaube ich. Silent Hill 3, ja, genau. Ah. Nicht Silent Hill 4. Nee, Silent Hill 3. Sorry. Und das ist die Tochter von Henry Manson. Ah. Henry oder? Glaube ich, ist das der Henry heißt. Das weiß ich nur nicht. Aus den zweiten Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das Cheryl. Den kenne ich wohl wie auch den ersten, aber den dritten habe ich nie gespielt. Was ich mal gespielt habe, ist hier Silent Hill 4, The Room. Der soll sehr gut sein. Ist interessant gemacht, ja, definitiv. So, ich werde dann auch gleich mal auf bereit drücken. Das wäre ein Träumchen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. ein Träumchen für ein Däumchen. Okay, let's go. Let's get busy. Wieder vereint. Also, Leute. Die drei Musketiere. Alles ist. Einer für alle. Alles ist wieder und gut. Alle für einen. Und alle für einen. Es war doch immer alles gut. Hä? Ein für alle und alle für Cheryl. Ja! Alle für mich. Da ist aber jemand sehr euphorisch. Wie immer. So unser neuer Kampfruf. Cheryl. So, und alle Leute so, wieso sagen so Leute, die so ein bisschen schwerhörig sind, so, Sherry? Wo gibt's Sherry? Sherry Lady. Living in the motion. Oh Gott, Dieter-Musik, nein, bitte nicht. So, jetzt muss ich es mir wieder neu arbeiten, auf Rang 15 zu kommen. Du wolltest auch einen anderen Charakter nehmen. Nein, es geht um den Überlebenscharakter. Überlebensrang. Ihr habt beide 20, ihr seid beide am schlechtesten. Ach so. Du, die arme kleine Cheryl Manson ist eine Stufe 1. Nein, darum geht's nicht. Es geht um. Achso, du stehst ja auch so schüchtern da. Nein. Leute. Sie ist das Nesthäkchen. Hört man mir hier überhaupt noch zu? Die sterben immer zuerst. Hallo, hört man mir noch zu, wenn ich was sage? Ja, der ist aber gerade nicht da. Sorry, was wolltest du sagen, Aldaria? Sorry. Und sie ist wieder eingeschnappt. Aldaria. Hä? Digi. Hä? Ach, bin ich etwa gemeint? Ich? Ja, du bist die Aldaria, heißt in diesem Raum. Wohl wahr. Nö, ich wollte nur was erklären. Mir wurde das ja nicht gegönnt. Was wollt ihr? Nee. Jetzt darfst du. Es geht nicht um die Stufe, die ihr da habt, sondern über die 20, die über euren Köpfen prangt. Das in diesem Kreis, okay, der Überlebensrang. Da habe ich mir gerade erarbeitet, auf Stufe 15 zu kommen. Und jetzt, da ja der 13. des Monats ist, wurde ich wieder zurückgestuft auf 17. Weil ja dann immer zwei Stufen zurückgestuft werden. Ja. Das heißt, deswegen seid ihr wieder auf 20 und ich wieder bei 17 und ich leide, weil ich mir das hart erkämpft hatte. Die 15. Oh. Doof. Sorry, man. Woman. Habe ich eigentlich andere Klamotten als die sie da trägt? Nee. Nee. Was? Boah, ist die langweilig. Die hat keine anderen Klamotten. Noch? Kann man sich welche. Ich glaube, du kannst dir welche kaufen. Ja, ich weiß, ich habe aber kein Geld. Also, kein Ingame-Geld dafür. Jo. Weder die schillernden Scherben, die man kriegt, so umsonst, noch die, wie heißen sie? Aura-Zellen. Du kannst dich auf jeden Fall als Krankenschwester verkleiden oder als Police Officer. Okay. Das sind so die zwei. Ich glaube, das sind so die zwei, von denen ich wenigstens weiß, dass die da sind. Während ich müsste noch mal kurz meine Herausforderung umwechseln. So, ja. Repariere insgesamt 4 Generatoren. Ja, jetzt bin ich wieder bereit. Ich gucke hier nämlich auch gerade nochmal. Du hast mich da gerade an was erinnert. Dum. So. Machen wir das mal. So, davon jetzt ein Techno-Remix.
Da-da-da-dam, da-dam. Da-da-da-dam, da-dam, da-dam. Da-da-da-dam, da-dam, da-dam. Da-da-da-da-dam, da-dam. Jo? Was macht denn gerade der Frisches? Was macht denn der? Jetzt gleich ins Bett gehen. Geht der in die Haia-Haia? Ja, der geht gleich in die Haia-Haia, weil er morgen wieder arbeiten muss. Nachdem er eine Woche zu Hause rumgelümmelt hat. Krank. Wieso musste er? Achso, er war krank, okay, ja. Dann. Er hatte Erkältung und da wir aber nicht wussten, was er da jetzt genau hat, hat er am, ich glaube Donnerstag war das, hat er einen Corona-Test gemacht. Mhm. Das heißt Carina immer noch. Ja, Cordula. Cordula. Cordula grün. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, sonst gehe ich direkt. Ich hasse dieses, das ist so... Ah, Cordula grün. Ja, du bist nur schwer zu verstehen. Ich würde Cordula grün, ich würde dich gern wiedersehen. So, nicht hilfreich. Doch, sehr hilfreich. Aber schön zu wissen, dass Sio auf meiner Seite ist. Also was Cordula grün betrifft. Dass du bei ich kenne nur diesen einen warte Song, mal. Diesen einen. Cordula grün. Wie geht denn der Text? Ah, ach stimmt, sie ist Cordula grün, so geht's los. Man kann doch jemanden bei Discord stumm schalten, ne? Kann ich doch, ne? Kannst du. Nein, gut, warum sagst du ihm das? Tschüss. Sag mal. Ich meine, ich kenne den Songtext Cordula Grün noch gar nicht mal, aber... Wenn ich jetzt raustappe und wieder reingehe, dann kann ich ins Bett gehen und morgen früh ist dann wieder alles da. Also nein. Raustappe? Hm? Das ist mein... Bist du raustappen wie auf Fingerspitzen? Zehenspitzen? Nein, das sagt... Ja? Ja, und sonst so? Deutsche Sprache... Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, was? Genau. Aber selbst. Übrigens, ich weiß nicht, wie man das bei euch sieht, aber bei mir sieht es so aus, als würde Aldaria in der Mitte stehen. So. Ach, schon wieder? Ja. Wir schützen. Und wir beide so neben ihr, so als ihre Bodyguards. Nee, bei mir ist sie nicht in der Mitte. Bei mir ist sie ganz außen, jetzt von mir gesehen, links. Bei mir, ich bin rechts. Rechts? Also, ich stehe rechts von euch. Was? Rechts? Du stehst rechts? Aldaria IP ist rechts gerichtet. Nee, eigentlich nicht. Aldaria IP steht auf der rechten Seite. Der Max. Was sagen die Zuschauer? Ich bin auf der rechten Seite. Ein Zuschauer, das hätte ich nie von dir gedacht, dass sie rechts steht. So, Gruppe, ne? Läuft. Ey, manchmal geht das so schnell, dass man eine Gruppe findet und dann sitzt sie da wieder. Ja. Ja. Also ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal. März 2022. Oh Gott, nee. Das ist gerade März. Ja, 2022. Aber nicht 2022. Okay, ja. Hab ich ja gerade gesagt. Das ist noch nicht 2022. Es ist 21. Fässchen leidet mit uns. Ja. Es kam gerade a few moments later. Ah! Let's go, Bro! Es lag ein Fässchen. Ey, frisches, das kannst du öfter machen, dann klappt das hier auch mit dem Nachbarn. Ja, so ein bisschen Mitleid zeigen scheint zu helfen. Ich glaube. Okay. Mal sehen, gegen wen wir uns heute behaupten müssen. So wie ich das sehe, stelle ich so ein bisschen wieder als erstes. Ja, definitiv. No. Der als erstes stirbt. Nein, das lasse ich nicht zu. Dankeschön. Bitteschön. Ich darf dafür am Haken verhungern. Ich bin immer der Erste, der in den Killer reinläuft. So viel steht dir mal sicher. Nicht unbedingt. Passiert mir also auch. Also der Erste, der ihn sieht, der sagt bitte Bescheid, was es für einer ist. Das wäre ganz nett. Ja, vielleicht gibt mir der Ladebildschirm schon mal ein paar. Nee, nicht mehr, seit dem Update. Meiner bis jetzt noch überhaupt. Seit dem Update ist das kaum noch vorhanden. Oh, okay. Stimmt, so. Es wurde davor echt mal angezeigt, also teilweise direkt am Anfang. Also Hinweise, wer es ist. Mhm. Ja. Genau, sowas gegen Punkt, Punkt, Punkt spielen. Genau, ja. Aber mittlerweile kommt das gar nicht mehr.
Zumindest jetzt, ist in vielleicht den, auch besser so. Jetzt in den letzten Malen, wo ich gespielt hatte, war das nicht mehr. Dann muss man das dann. Dann ist man wenigstens bei dem Edel nicht vorgewarnt. Ja. Ja. Ja, ja. Wer weiß, vielleicht gewinnen wir alle. Zusammen. Ja, wo, natürlich. Wobei, das letzte. Oh nein, sein. Nicht die mehr. Oh, ich der toter Hundsalon. Hm? Okay, ich sterbe auf jeden Fall. Hier sterbe ich immer. Wieso? Weil ich hier immer sterbe. Konsequent. Wohin gehst du? Ich gehe hier hoch, wo ein Generator ist. Das sehe ich nicht. Der ist hier hinten. Sneak, sneak, sneak. Krähen, krähen, krähen. Ey, warum meint mein Rechner alles? Oh Mist, sorry. Laden, oh, das war der. Herr Doktor. Ich dachte, das war. Ja, stimmt, Herr Doktor. Okay, der Doktor scheint unten irgendwas kaputt zu machen. Mhm. Ist aber nicht mein Hausarzt. Okay, der Doktor ist immer noch unten. Nee, es ist auch. Das ist nicht der Werner, also das wüsste ich. Der Doktor kommt raus. Der Doktor kommt hier rum, glaube ich. Also ist auf jeden der Fall Doktor guckt in die Schränke. Maybe we should go. Der Doktor kommt. Der Doktor ist da gerade. Bye bye. Ich bin einmal weg. Ja, ich jetzt auch. Und der Doktor ist hinter dir. Ja, natürlich ist er das. Was? Nö, ist er nicht. Okay, oder nicht? Hat er mich gerade ins Visier genommen? Also, hinter mir? Nicht ins Visier genommen. Hinter mir war keiner. Ah ja, da hinten. Ah, ich lagge. Mhm, ich glaube. Oh, der hat mich gesehen, natürlich. Und er hat mich. Und er hängt mich da hinten hin. Genau hier. Okay, er sitzt auch bei. Okay, er macht da seine Spezialattacke. Und er campt. Super. Echt? Ist er bei dir? Ja, yep, er campt. Ich sehe dich, oder? Ich bin ganz nah, aber. Oder nee, jetzt geht er. Nee, er campt. Worauf wartest du, bitteschön? Junge, auf zu campen und. Campt der? Piste. Ja, campt. Achso. Also, du musst mich nicht retten. Toll. Ah, okay. Scheiße. Oder wartet er jetzt, bis ich mich festgebissen habe? Also, bis ich festgesetzt wurde? Beiß dich fest! Doch, er ist immer noch da. Bis morgen. Und ich hab. Ah, Mist. Dang it. I'm dead. Frieda hat's erwischt. Also, sie wurde angeschlagen. So. Siehst du? Ich war jetzt doch der Erste, der gestorben ist. Glück. Tolle Wurst. Oh, guter Käse. Guter Käse. Okay, in der Zwischenzeit gehe ich noch mal kurz auf Le Toilette. Grüß die Le Toilette von uns. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ach, da hinten liegst du flach. Kleiner Pisser, ey. Oh, gib mir ein Messer. Ich schneide ihm seinen Grinsen aus dem Gesicht. Und kämpft er bei dir auch? Ja. Okay. Noch ist er hier. Er freut sich gerade und hat sich seinen Stab in den Arsch gesteckt. Ah ne. Ich bin nämlich ganz in deiner Nähe. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Okay. Bleib weg. Dann habe ich zumindest gleich einen Generator fertig. Ich weiß doch nicht, was er davon hat. Gar nichts. Hindert uns daran, aha, Punkte zu machen. Er haut ab, er haut ab. Nee, nee, er ist hier. Okay. Ist er immer noch da? Ja. Oh nein, da kommt ein Frieda. Frieda, hau ab. Oh, Frieda, ey, ehrlich, weißt du?
Oh, ne, du. blöder Camper. Du blöder Kodo. Du Camper, yo. Nein. Genau. Okay, er steht da aber immer noch. Ja, ja, natürlich. Nee. Ja, er steht da. Schild sein Leben, wie der kleine Camper. Schild seine Base. Bei Daria, du musst das gleiche revenge. Okay, er geht wieder zurück. Nein, nein, er ist hier, er ist hier. Ja, ist ich, hier. Ich seh das, ich bin hier oben. Ich hab die perfekte Sicht darauf. Ich meine, ihr habt schon zwei Generatoren fertig gemacht. Ja, einer davon, den hatte ich gerade fertig. Der andere war, glaube ich, Frieda. So, Debbie, du kannst dich jetzt mal verabschieden. Ich hab so lange rausgezögert, wie es geht. Ja. Und Diggi ist offiziell tot. Und jetzt kommt er zu mir, oder? Was? Ich kann fliegen. Du kannst fliegen. I believe I can fly. I believe I can touch Dala Sky. Und ich glaube, er kommt zu dir. Ja, natürlich kommt er zu mir. Der will auch im Stream sein. Mhm. Immer auf die Streamer. Immer auf die armen Streamer. Oh Gott! Eine Halluzination. Ja, ich weiß. Aber sehr gute Halluzination. Er ist ja auch der Arzt, der das beste Zeug. Die besten Drogen. Und da ist er. Run, Daria, run! Bitch. The art is your enemy. Wer steht denn da ein Kaktus hin? He's trying to catch her. Catch you. Wollen wir danach nochmal eine Runde machen? Mit einem weniger... Aggression? Guten Killer. Was? Mit weniger Aggressionen auf einen Camper. Genau, mit weniger Camper. Mit weniger Kämpfer. Aber nett, dass du mich da nicht gleich aufgehängt hast. Sehr freundlich von dir. Ich. Okay, komm schon, du kannst es schaffen. Ne, okay. Ja, passt. Du, ich. Die Chance. Ich bleib hier nicht so lange hängen. Vergiss es. Und letztes. Und tot. Jupp. Ja, war jetzt Absicht. Bei einem Camper brauche ich das ja nicht machen. Da ihr nicht mehr drin seid, ist mir das dann auch egal. Ja. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Cola grün. Deep. Senior Bert, ne? Cola grün. Warte, von immer wieder sonntags? Ja, müssten Cindy und Bert sein, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne den Song. Ich meine Cindy und Bert, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube. Ich könnte mal kurz Uli anrufen, damit sie wissen. Aber ich glaube, der pennt schon. Bitte nicht. Das ist mein Nachbar hier. Ey, Uli, yo, was los? Bitte nicht während des Streams. Das könnte sonst. Obwohl, wenn du ihn so anrufst, würde es, glaube ich, noch gehen. Nee, alles gut. Mein Festnetz ist irgendwo, ich weiß gar nicht, was ich hingeschmissen habe, keine Ahnung. Also du sollst sie vielleicht nicht über Telefon anrufen, das ist, was ich sage. Ich könnte es gar nicht anders. Der ist schon ein bisschen was älter wie wir alle zusammen. Also der hat zwar einen Rechner, aber der kennt weder Twitch, der kennt weder Discord, der kennt weder noch Teamspeak. Was für Twitch, Digga? Tja, dann würde ich ihm sagen, ey Uli, Twitch, was? Ein Trinken, yo, aber Twitch, doch, nee. Baum, ja, machen wir es noch eine Runde oder nicht? Oder doch? Oder wie ist das der Plan? Ja, es sei also, ich wäre wär dafür. Es sei denn, ihr wollt was anderes spielen. Doch. Eine Runde können wir doch noch machen. Mensch. Genau. Dann mache ich auch noch eine Runde Among Us, würde ich mit, sag ich mal. Ja, und gerne. Und dann muss ich aber auch schon ausmachen, weil ich mir mein Test jetzt mit dem Vater teile und ich habe ihm gesagt, ich meine nur bis 23 Uhr. Deswegen. Ja.
Miau. Maurau? Miau. Ah, ja. Miau. Wie war das ja, so miaut zu da einer Kater. Wie war das früher nochmal, deine Katze hat immer Mauern gemaust? Ja, beziehungsweise Leo macht das teilweise. Da klingt das immer wie Mauern. Gizimon. Gizimon, ja, stimmt. Wir hatten damals mal einen Siam-Kater, der wurde 21. Ach, nice. Also, tatsächlich stolz, Alter. Und weil er auch schon so alt war, immer, der hat wirklich, also wenn er miaut hat, miau. Miau, so richtig, richtig tief. Okay. Ja, Mokwai, genau, Mokwai. Also Mokki. Doch, der war ein schönes Tier. Mokwai, ja. Okay. Okay. Ich habe Aldaria vorhin ein Video über eine sehr ärgerliche Katze geschickt. Ja, wir sagen es mal so, die Katze hat ihre Tage. Ja. Angry Cat. Ja. Ja. Very Angry Cat. Ja, very Angry Cat. Was hat sie denn gemacht? Sie hat zuerst so ganz aggressiv gemauzt und hat dann die Kamera oder, naja. Das Mauzen ging ja noch, aber die hat danach die Kamera angegriffen. Okay. Ich kann dir das Video nachher mal schicken. Genau. Sehr froh, dass es kein Löwe oder Tiger war. Ja gut, Und die Katze hieß Maxwell. Sheffield? Maxwell, okay. Ja, aber war nicht. Ah, vielleicht ist Sheffield. What? Die Nanny. Ja, die Nanny. Du kennst die Serie noch. Natürlich kenne ich die Serie, hallo. Eine meiner Lieblingsserien. Oh, Mr. Sheffield. Oh, Mr. Sheffield. Ich habe sie, glaube ich, nicht wirklich gesehen, nein. Oh, doch, ich habe es geliebt. Lief früher immer auf Super RTL. Und ja. Abends, eigentlich sollte ich ja pünktlich ins Bett. Da meine Mutter aber immer Spätschicht hatte. Hat mein Vater dann immer gesagt, jo, komm, darfst die Nanny noch gucken. Und dann ging das aber bis 23.00 Uhr immer. Und meine Mutter war nicht begeistert, wenn ich dann da noch vom Fernseher gesessen habe. Wie hieß sie? Miss Fine, ne? Ja, Miss Fine. Nanny Fine. Und der Vorname ist mir gerade... Friend Fine. Okay. Ja... Ah, King of Queens, aber auch sehr geil. Ja, also King of Queens ist auch cool. Da kommt Carrie. Arthur. Sehr geil. Ah, Kevin James. Sehr geiler Schauspieler, ja. Muss man einfach mal so sagen. Wer war Kevin James? Wer hat Kevin James nochmal so gespielt? Oh! Ach Gott, hier, Nur die berühmtesten Rollen. Kindsköpfe hat er mitgemacht. Mm. Dann hat er jetzt, glaube ich, eine Serie auf Netflix, wo er tatsächlich eher so einen Bösen spielt. Mm, okay. Oder sie kommt noch, ich weiß es nicht, eins von beiden. Weißt du das aber nicht mit House of Cards, oder? Nein, House of Cards war doch das hier. Das war Kevin Spacey. Kevin Spacey, ja. War, ja. Kaufhauskopf war ja auch. Ja, Kaufhauskopf, genau. Hat er nicht auch bei der Zoowärter oder wie das hieß, wie der Film hieß? Was? Der Zoowärter? Zoowärter, genau. Genau, ja. Wo hat er denn noch mitgespielt? Wie gesagt, also jetzt fällt mir gerade ein, es gibt jetzt eine Serie, die ist schon auf Netflix, da geht es irgendwie um so einen Rennstall, also mit Autos und so, da spielt er einen Mechaniker. Das ist aber nicht die ich meine, wo er eigentlich eher so ein Badass spielt. Okay. Einen bösen Hintern. Ja. Mann, du bist ein richtiger böser Hintern. Er ist halt ein Arsch. So. Oh, es geht schon los. Es geht los! Endlich! Und hoffentlich ist der Killer diesmal netter als vorhin. Kevin can't wait, Titch the Date Doctor. Da kommt ja, Claudette Morel. Kevin can't wait, genau. Kevin ist er ja. Can't wait, da ist er ein pensionierter Kopf. Mm. Erste Staffel noch mit seiner, also mit einer Schauspielerin, die man nicht kennt, und ab der zweiten Staffel mit seiner aus King of Queens wieder. Also Carrie quasi. Mm. Da haben sie die erste Schauspielerin dafür abgesägt. Gut, finde ich ein bisschen assi, aber naja. Ja, fand ich auch. Show Business, Bro. Richtig, genau so ist es. Leider. So läuft das da, yo. Beim Monster House hat er mitgesprochen. Ist das der animierte Film? Ja.
Monster House war ziemlich interessant. Monster House, da war ich damals im Kino. Ich hatte so eine Angst vor diesem Film. Ich kenne das überhaupt nicht. Das sagt mir gerade gar nicht. Monster House? Es ist ein Film über ein Haus, was halt lebt. Und logischerweise. Aber wirklich so das Haus lebt. Mhm. Okay. Es ist nicht nur ein Haus, wo Geister drin sind, sondern wirklich, oder Monster, sondern das Haus selbst ist das Monster. Ja. Das sagt mir nichts. kann ich aber zeigen, wenn du mal hier bist. Ja. Den Film müsst ihr, glaube ich, irgendwo noch haben. Seid ihr im Haus? In the Haus. Wer ist in the Haus der Monsters? Zio, kennst du eigentlich den Film Die Fliege? Oh, nee. Mit Jeff Goldblum? Nein? Nö. Solltest du dir auch antun. Nein, sehr eklig, aber los. Aber geil. Ist doch wohl, warte, das ist der Film, wo sich der eine Wissenschaftler. Okay, ja, dann kenne ich ihn wenigstens vom Hören. Ja, es gibt zwei Varianten. Einmal irgendwie aus 1950 irgendwas und dann halt mit Jeff Goldblum. Aber den finde ich persönlich besser, den Teil. Mhm. Also, mit den Goldblümchen. Ich bin da raus bei den Filmen. Aber Jeff Goldblum kennst du. Ich? Nee. Ja, relativ. Dann kennst du auch Jeff Goldblum. Ich wette, ich kenne ihn vom Sehen, aber. Naja, egal. Sie kennt ihn auch. Also den Schauspieler wird sie kennen. 100%. Ich bin ihm auf der Straße begegnet. Was? Und was hast du gesagt? Yo, Jeff, altes Haus, was geht? Ja, er hat mich um einen kurzen eingeladen. Es ist nicht Jeff der Killer, nur um das klarzustellen. Es geht um Jeff Goldblum. Oh, schade, okay. Genau. Dann bin ich ihm doch noch nicht begegnet. Also meines Wissens ist es kein Killer. Ja, es gibt so eine Creepypasta, Jeff der Killer. Okay. Und die ist richtig, ich sag mal so, ich habe mir mal eine Nacherzählung angehört, die ist richtig schlecht. Die Creepypasta. Kenne ich leider nicht, kann ich nichts zu sorgen. Aber der Begriff Creepypasta sagt dir was, oder? Ich weiß, was eine Creepypasta ist, ja. Ach, du grüne Neune. Ja gut, die zwei Filme habe ich gesehen, aber... Ja, so abgelaufene Pasta. Die ist auch sehr creepy, ey. Ja. Marilyn, Charlie... Ich guck nachher mal. Okay, hier ist einer. Leute, Cheryl? Leck die Scheiße jetzt wie Sau. Ey, yo, Cheryl. Ja, ich habe hier auch einen gesehen, der ist allerdings blockiert. So, wo bist du hin? Ja, das ist ich. Ich bin ein Killer und leck. Der Killer hat mich nicht gesehen, das war aber Glück. Ja, bei mir auch. Wer ist denn das? Die Seuchentante. Wir sind hier noch alle blockiert. Ach da, ja, ich sehe es. Wieso sind alle blockiert? Okay, der ist nicht blockiert. Wegen den toten Wetten. Ja. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Okay, ich meine dieser schwebende Geist, der mir extrem leid tut, bestimmt. Teil. Oh, Schneck, die Seuche. Hat mich geseucht. Sie hat mich geseucht. Ja, ich sehe es. Da ist die Seuche. Die ist verseucht, die seuchende Seuche. Ja, die Seuche-Leuche. Es gibt Seuche und Seuche. Das stinkt. Die Sache stinkt. Ja, das ist dieser Gestank. Der stinkt. Böse Seuche. Nein. Sie hat mich. So, kann ich jetzt hier irgendwo mal... Generator. Es gibt Seuche und Seuche. Wie man so schön sagt. Totem. So zu sagen, kann man sagen. Lass mich los. Okay, ich bin mal wieder als erstes am Haken, aber sie kämpft wenigstens nicht. Okay, in welche, also ich sehe dich. Sie ist hier in meiner... Ist sie von dir aus gegangen? Sie ist in meiner Nähe. Sie ist in die Richtung des Schuppens gegangen. Sie geht hier Richtung Haus rein. Okay. Jetzt kommt sie in meine Richtung. Jetzt geht sie wieder. Jetzt geht sie links vom... Also aus meiner Richtung links vom Haus. Du bist schon gerettet? Okay. Ja, ich bin gerettet. Ah, sie kommt. Und sie ist wieder hinter mir her. Oh, komm schon, Leute. Bruh. Und ich werde wieder hingeschmissen. An den Haken. So ein Sack Kartoffeln. Oh, jetzt habe ich Bock auf Kartoffeln. Bratkartoffeln. Also sie kämpft nicht, aber sie nicht. Nein! Weg hier. Schau doch mal auf, deine Tastatur zu verprügeln, ey. Wer? Du! Ich? Warte doch gar nicht. Nee, ach, das ist Zio. Achso. Claudette, rette mich.
Jetzt aber. Wow. Ich habe das nicht gesehen, dass da schon jemand war. Scheiße. Wir haben noch keinen Generator, ich weiß. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Das ist cool. Chill. Ich bin jetzt auch bei allem. Die Krankheit heilen und ich bin wieder voll geheilt. Nice. Oh nein, das ist ja. Ich hab da sie. Nick! Geh weg von mir, solche! Ich bin weit bei der Hälfte. Nope. Du. Hätte das Ding nicht kaputt gemacht, wäre alles gut. Und bumm. Ja, oh. Ich rette mich. Und nicht in meine Richtung, nicht in meine Richtung, Leute. Wo denn? Du bist Gott sei Dank schon an mir vorbei. Das war ganz knapp. Ja, in meine Richtung. Da ist sie. Heute habe ich auch nur Pech in diesem Spiel. Naja, egal. Möge mein Tod euch beseelen. So, wen es gibt, vielleicht Punkte. Punkte. Ja. Man kann nicht alles haben. Oh, Scheiße. Hi, Seuche. Diese Seuche ist verseucht. Die Seuche, eine Seuche, verseucht. Ich kann einen Namen für die ausdenken. Seuche klingt so. Ja, hau mich nicht, Seuche. Wow, Entschuldigung. Hi, Virus. Wie wär's damit? Na, dann lieber Seuche. Seuche. Corona. Corona, komm, lass mich los. Corona hat Chill. Corona hat mich. Ich hab Corona. Corona, wie konntest du nur? Arme Cheryl. Corona, wow. Nana. Komm, it's Corona time. Singen, Schalalala. Okay. Alpha Fanatics. Why? Wo bist du denn gerade bei Kingdom Hearts? Ja, ich heiße Diggi, aber. Nee, eigentlich heiße ich Karotto, aber naja. Karotto? So hörst du dich an, Diggi. Hey, komm. Ich war ganz kurz vorm Lösen und dann hängt mich diese kleine. Ja. Mikrofon ausschalten. Piep. Bitte einfach. An diesen. Ja, klar, ach, komm her! Du blöde. Corona, lass mich doch einfach. Corona hat dich aber ganz schön. An diesen verbreiteten Haken, ey, ehrlich. Aber hey, jetzt hat sich immer ein Claudette gerettet. Und keiner ist verseucht, nur ich wurde mal verseucht. Ja, schrei doch nicht! Hier, Corona kommt zu jedem, auch zu dir. Ja, Corona kommt auch zu euch. Ja, natürlich kommt Corona zu uns. Oh. Corona kommt auch zu dir. Corona ist lieb, Corona kommt zu jedem. Corona ist sehr hilfsbereit. Er wird das Video gesperrt, wenn wir es aufs Corona sagen. Nein. Ja, Corona ist ja gerade. Oh, das ist doch nicht dein. Fucking ernst, ey. Corona, such dir ein anderes Opfer. Hau ab, Corona. Corona, nein. Aus. Hui, sitz. Sitz. Ich finde das, ja find das ja nett, dass Corona mich rettet, aber die bringt mir nur Unglück. Die soll ich verpissen. Geh weg von mir. Hau ab. Lass mich doch einfach den Generator machen. Wenigstens darf ich jetzt aufs Klo gehen. Corona hat, Er sagt, dass du aufs Klo darfst. Keine Ahnung, aber ich mach's einfach. Du darfst erst das Klo gehen, wenn wir es sagen. Also, kurzer Plan. Wir machen die Runde jetzt zu Ende, dann Among Us. Ja. Ja. Gut, dann war ich noch. In der Zeit kann ich dann auch. Ach komm, geh doch nach Hause, Mann, ey. Ich bin nur Mistvieh. Ah, die Stelle. Ja, die ist toll. Die ist richtig toll. So, ich bin mal ganz kurz an einem gewissen Örtchen. Okay. Lass schon mal. Ja. Ich versuche jetzt einmal hier ganz kurz rauszugehen. Aber es wird ein bisschen dauern gleich. Ja, bei mir auch. Okay. Also. Okay, dann. In der Zeit, wo sich gleich mein Rechner geht, stellst du auf Pause? Ja, ich lasse jetzt einmal ganz kurz hier im Bildschirm laufen. Jo. Soll ich dann weiterreden oder? Du kannst. Du dir keinen Zwang an, red weiter.
Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielleicht mache ich das auch mal. Bring mir was mit. Oder vielleicht sehe ich mich noch mal im...